Leute, ich bin's wieder, eure Julien. Ja, es hat sich jetzt heute Nachmittag etwas ziemlich Cooles ergeben. Deswegen sieht ihr mich auch schon so schnell wieder. Ich hatte ja eigentlich vor, mich erst nächste Woche wieder zu melden mit einem neuen Kapitel von Die Tochter der Eiskönigin. Wie gesagt, hat sich jetzt heute Nachmittag was ziemlich Cooles entwickelt. Und zwar habe ich mit der Arabella auf Skype telefoniert. Und wir hatten eine ziemlich coole Idee. Also die, die Arabella kennen und auch ihre Videos gucken, wissen ja, dass sie eine neue Serie hat, Snow Horse. Und ich bin da jetzt sozusagen ihre Partnerin. Also ich arbeite mit an dieser Serie. Zwar hat sich Ara mein Hörbuch angehört, also ihr wisst schon, das erste Kapitel von Die Tochter der Eiskönigin, die Nordlichter. Und wie viele andere von euch fand sie es auch super und hat mich dann heute gefragt, ob ich das nicht auch für ihre Serie machen könnte. Also sie lädt praktisch immer eine Episode hoch und wenn ich es schaffe, noch am gleichen Tag zu machen, schreibe ich was dazu auf. Also ich erzähle praktisch, was da abläuft und nehme mich dann auf, also meine Stimme, und packe das dann alles zusammen in ein Video als Hörbuch. So Leute, das war es auch eigentlich schon wieder zu dem Projekt, was ich und Arabella zusammen machen. Übrigens wundert euch nicht, dass ihr hier im Video jetzt gerade die ganze Zeit eine Kara seht. Das ist Arabella in ihrem Let's Play Account. Vielleicht habt ihr ihre Let's Plays mal angeguckt. Wenn nicht, dann würde ich euch empfehlen, das dringend zu machen, weil das ein sehr lustiger Zeitvertreib sein kann. Sie macht das wirklich sehr spontan und lustig und hat auch immer mal wieder verschiedene Leute dabei. Und im letzten Let's Play war auch ich dabei. Den Link zu dem Let's Play findet ihr unten in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich euch empfehlen, bei der Ara mal ein Abo dazulassen, weil es lohnt sich wirklich, sie macht tolle Videos. Und Arabella, nochmal an dich, es ist mir eine große Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten und ich freue mich da sehr drauf. Und an euch, wünsche ich jetzt noch ein schönes Restwochenende. Der Samstag neigt sich ja auch schon dem Ende zu und ja, wir sehen uns bald. Tschüss!